Moin Moin, der Matze hier. Wir spielen weiter Stoneheart. Eine Alpha-Version auf Steam zu kriegen. Ein wimmelig-wuseliges Aufbauspiel. Ich finde es wirklich zuckersüß. Wir haben die Aufgabe hier, unseren Leuten ein Dorf zu bauen. Einfach, dass sie überleben. Es gibt noch kein gewisses Ziel in dem Spiel. Es ist einfach nur bauen und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich denen einfach hier nur beim Werkeln zugucke. Ich meine, die ziehen hier die Wände hoch, bauen sich dafür extra ein Gerüst und so weiter und so weiter. Ich finde es wirklich klasse. Ich kann hier einzelne Berufe verteilen. Hier haben wir zum Beispiel die Farmer. Die ernten zum Beispiel schon mal die ersten Karotten, packen das in diese Kisten und von diesen Kisten wird es dann direkt hier in dem entsprechenden Stockpile eingelagert. Ich finde es super gut. Wir können mal gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Hier sind 4 Betten. Dazu muss man jetzt kein Genie sein. Wir bauen nochmal so einen Schuppen. Zack. Erstmal, dass die vernünftig schlafen können. Sleeping Quarters. Machen wir am besten mal direkt daneben. Hol so ein bisschen Abstand. Da. Und Build. Yes, start building. Für das ganze Interieur können wir hier unserem Tischler. Na? Geht nicht. Ach, Blödsinn. Da ist es. Können wir dem schon mal einen Auftrag geben, was wir dafür noch brauchen? Wir brauchen 2 Lampen. 2 habe ich gesagt. Wir brauchen 4 Betten. Jetzt auch aktivieren müssen. So. 2 Lampen. Dann brauchen wir 5 Fenster. Auch in die Liste. Und eine Tür. Weil sonst ist es blöd mit dem Raus- und Reingehen. So, und hier haben wir einen Verkäufer, der will uns was verkaufen. Tische, Bänke, Stühle. Können wir alle selber bauen? Wollen wir erstmal nicht. Da schlafen schon die ersten in den Betten. Wenn die in den Betten liegen, liegen sie da auch nicht mehr so lange. Also wir sparen auch Zeit dadurch. Und wir wollen ja auch, dass es den Leuten hier gut geht. Wir werden bald an Karotten ersticken, glaube ich. Aber dann ist unser Hungerproblem auch erstmal gelöst. Holz haben wir ein bisschen wenig. Wir können denen nochmal eine Fläche zuweisen. Ach, hier ist unser Fallensteller. Hier haben wir zum Beispiel alles zu, aber es ist kein Tier drin. Naja, wir werden das mal weiter beobachten. Wir haben hier eine Leiter hochgestellt, dass die hier auch hochkommen. Ich weiß nicht genau, ob es auch funktioniert. Testen wir mal aus. Die Bäume können jetzt mal bitte platt gemacht werden. Weil langsam geht uns auch unser Holz zu Neige. Zum Not setzen wir hier in der Nähe auch nochmal eine Leiter hin. So. Ach, scheint aber zu funktionieren. Die gehen hoch. So.
Da kommt der nächste schon mit Holz. Dann gehen wir den, diese Fläche hier auch gleich nochmal mit an. Dann ist das auch weg. Ich wollte noch mal schauen. Wir klicken auf die Werkbank. Gibt es hier noch die Möglichkeit, irgendwelche Wege oder dergleichen? Hier haben wir Dekoration, Armor, Furniture, haben wir so ein bisschen was. Und hier haben wir Hammer, Chisel, Dizzle, Missel und eine Spindel. Mhm. Wir gehen mal auf den Worker, Change Job und schauen mal. Der Fallensteller ist noch nicht so weit, dass das hier freigeschaltet ist. Was brauchen wir denn hierfür? Ach, der macht alles vom Stone. Ein Chisels crafted by the Carpenter. Können wir da schon irgendwas in der Richtung bauen? Können wir diese... Oh, ein Update. Ach! Ah, es fehlt uns noch ein bisschen, also hier von dem Goldgedöns. Passt schon. Essen fehlt noch so ein bisschen. Es kommt aber alles noch. So, hier diese Chisel können wir bauen. Machen wir auch gleich nochmal mit. Dann haben wir ein Steinmetz. Vielleicht können wir dann auch gleich schon mehr Gebäude bauen. Ich meine, wir können eh schon... Wir können Gebäude bauen, was wir wollen quasi. Ich könnte hier komplett eine riesige Halle bauen. Es dauert halt nur ewig, bis die Lütschen hier das fertig gemacht haben. Mit den kurzen Beinen und... Allein bis sie das hier eingesammelt haben. Da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Könnte mal, damit die das ein bisschen einfacher haben, setze ich hier oben dann halt auch nochmal Stockpile. Nur mit Ressourcen. So. Und dann setze ich hier auch nochmal eine Leiter hin. Die müssen sich doch auch nicht quälen. Hier haben sie jetzt schon... Was ist das? Fox Jerky. Ach ja, ist der Jäger ja doch so ein bisschen erfolgreich gewesen. Wir haben aber einfach zu wenig Leute. Normalerweise müssten die Körbe jetzt hier dann da schon langsam hingebracht werden. Dafür haben wir unseren Chiselhammer fertig. Emmy ist der beste Mann dafür. Frau, Mann... Kann es nicht genau sagen. Eine Karawane, die nehmen wir eben zwischendurch noch. Hello Nordley, I come hearing good for trade. Would you like to give me 10 Jumita Logs in exchange for 6 stones? Nein, ich denke nicht. So, haben wir unseren Schmied. Also noch nicht, aber ist auf dem Weg. Das Mäuschen holt sich jetzt den Schmied, Steinmetz meine ich, holt sich jetzt den Hammer und kann sich auch nochmal quasi das gleiche nur in Stein bauen. Würde ich jetzt auch hier unten lassen, dann wird das hier so unsere Handwerker-Ecke. Macht ja auch Sinn, ist in der Nähe von dem Stockpile für Ressourcen. So. Die Sache hierbei ist, wir haben dadurch, dass wir immer wieder Berufe zuteilen, natürlich viel weniger Leute, die hier Sachen machen. Die fallen jetzt zum Beispiel auch aus. Hunger haben sie auch alle, aber wir haben genug. Zwar nicht im Stockpile, aber dann müssen die halt direkt dahin gehen. Ich denke mal, ab der nächsten Nacht haben wir dann auch mehr Leute, weil... Unser Bruttosozialprodukt, oder ich weiß nicht, was es zu bedeuten hatte, dieses ganz rechts-Symbol,
sah ja, Entschuldigung, war ja schon gut. Die Moral ist auch top, also bei den ganzen Karotten. Und das mit dem Essen dürfte jetzt auch kein Problem mehr sein. Wäre nur schön, wenn die jetzt langsam mal ihre Hütten fertig kriegen. Dass wir uns weiteren Dingen zuwenden können. Huch, das wollte ich nicht. So, wir haben hier oben auch einen Berg. Da sind dann Mineralien drin. Brauchen wir auch für viele, viele Sachen. Denke ich. Also, so weit war ich noch nicht. Gehe einfach mal davon aus. Trapper Level 2. Das müsste bedeuten, wir können... Können wir nicht. Wo ist denn unser Trapper? Da. Change Job. Der ist da schon. Oder fehlt uns dazu, können wir... Ach ja, siehst du, der Trapper ist schon schneller. Brauchen wir dafür die Shepherd Crook. Bauen wir einfach mal. Ob ich den Beruf jetzt noch schon zuweise, weiß ich nicht. Eigentlich müssten die Häuser jetzt erstmal fertig werden. Wir können hier unten auch auf schneller stellen, aber wenn man das einmal macht, macht man es immer und man verpasst dann auch viele Sachen, habe ich so das Gefühl. Wir können mal gucken, was wir jetzt bei dem Steinmetz bauen können. Ah ja. Ah. Fans. Stack of Stone Bricks. Können wir ein Tor bauen? Burgmauern. Ein Blacksmith-Hammer aus Stein. Aha. Job. Das wäre dann das hier zum Beispiel. Sehr cool. Wir können uns eine kleine Burg bauen. Macht wenig Sinn, weil wir keine Gegner haben, aber... ist schon mal gut zu wissen, dass wir es machen können. Mal eben schauen. Und Stone Mall. Ist das ein Hammer? Sehr, sehr cool. Ich würde jetzt auch gerne schon einen Schmied bauen. Sind denn Häuser mit dazugekommen? Nein. Ist aber auch noch nicht schlimm. Machen wir dann alles. Wir haben wenig Leute. Die Crook. Ich meine, wir haben eh schon so wenig Leute. Dann können wir hier dem auch noch einen Job geben. Dann ist der halt... Ah! 3 Level of Trapper and Shepherd Crook. Crafted by the Carpenter. Ach so, dann muss der Trapper jetzt noch ein besser werden. Wie weit ist er denn jetzt? Level 2 Trapper. Gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Damit wurde mir die Entscheidung jetzt abgenommen. Farmer Level 2, dann zieht der andere ja auch gleich nach. Sehr, sehr schön. Aber dieses Loch hier vor. Nein, möchte ich nicht. Wir haben ständig was angedreht wird. Dieses Loch hier vor, ich finde es echt noch nicht schön, aber siehst du, da ist der zweite Farmer.
Müssen wir mal mit leben, weil ich mich blöderweise irgendwie verklickt habe. Ich weiß nicht, die Steuerung ist schon gut. Das ist einfach nur ein reiner Fall von BZB gewesen. Also Benutzer zu blöd. Legen wir noch ein Feld an. Wir müssen ja mit rechnen, dass noch mehr Leute dazukommen. Dann haben wir es nächstens schon mal. Dieses Turnip, weiß ich nicht, will ich eigentlich nicht. Pumpkins. Big round and fast growing, but tasty is. It is not. Ja, also mögen sie nicht oder was? Blumen? Frostnap Flowers. It chill to the task. Touch. Wir machen doch mal Kürbisse hier. Und einmal die Dinger, dann haben wir nämlich alles zusammen. Das Korn müsste jetzt auch bald reif sein. Also die Betten scheinen ja schon mal bequem zu sein. Das hat uns natürlich enorm zurückgeworfen mit diesem ganzen Holzabbau. Und ich möchte mal wissen, wer die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, wir hätten auch warten müssen, bis sie mit dem Einbau fertig sind. Aber hier geht es ja schon los mit dem Dach. Guckt euch das an. Ich finde es so klasse. Über die Grafik kann man natürlich streiten. Aber ich finde es auch immer, wenn man bei so einem Spiel die weiß, was es darstellen will, sage ich jetzt einfach mal. Also, wenn die Animationen passen, es ist alles aus Klötzchen, also sind die Lütschen ja auch aus Klötzchen. Ich finde, dann passt das Gesamtbild einfach. Und dann muss das nicht fotorealistisch sein. Und ich finde, das Spiel, das sprüht einfach nur zu Liebe zum Detail. Jetzt nicht unbedingt was die Aufmachung ausmacht, aber allein schon die Sachen, welches Aufbauspiel kennt ihr, wo die Leute so ein Haus aufbauen und um hochzukommen ein Gerüst bauen mit Leitern dran und das dann auch nachher wieder abbauen, und habe ich bisher noch nicht gesehen. Also super cool. So, jetzt müsste ja eigentlich auch gleich mal unsere Auflistung kommen. Vielleicht kriegen wir dann ja mal Unterstützung. Hier das Gleiche, es wächst langsam vor sich hin. Ich habe in einigen Rezensionen habe ich gelesen, dass ab 20 Bewohner das Spiel unglaublich anfangen soll zu laggen. Hab eben aber in den Patch Notes gelesen, dass das Problem wohl behoben sein soll. Werden wir wohl noch hinterkommen. Also ich fände es schade, dass je höher der Wuselfaktor, also je mehr Leute hier auch wirklich durch die Gegend rennen und Sachen machen, und ich finde, so schöner wird's. Seht ihr, das ist auch das, was ich meine. Jetzt das aufgebaute Gerüst muss jetzt auch erstmal abgebaut werden. Ah ja? Ja, sag ich doch. New Settler. Wunderbar. Jetzt haben wir den Peyton dazu gekriegt.
Ja, für den wird es auch noch genug Arbeit geben. Jetzt haben wir 8 Leute und 8 Betten. Ich meine, es wird ja nicht immer zur selben Zeit geschlafen von allen, aber ich finde, im Notfall sollte schon jeder sein eigenes Bett haben. Allein aus hygienischen Gründen. Also, was ich auf alle Fälle als Spieleentwickler hier noch reinpacken werde, das wären noch so ein bisschen verschiedene Jahreszeiten. Gerade wenn man es so sieht hier mit der Feldarbeit und sonst was, und wenn dann mal ein Winter dazwischen kommt, dann wächst halt mal nichts. Eben so ein bisschen wie bei Banished oder so. Natürlich nicht ganz so hart. Ich finde es an dem Spiel auch schon gar nicht schlecht, dass der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch ist, weil man kann sich einfach entspannt hier hinsetzen und quasi den Leuten bei der Arbeit zugucken. Es muss doch nicht immer nur Action, Krach, Bumm und sonst irgendwie was sein. Es ist wirklich, man kommt dabei runter. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, ich würde sagen, die 2 Häuser sind fast fertig. Er muss. Ja, genau, da hat noch einer gefehlt. Na, wo sind wir hier? Auf dem Baum. Jetzt wird das Gerüst noch abgebaut und dann sind unsere 2 Schlafsäle schon fertig. Damit beendige. Ich mache halt Schluss mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich denke mal so 2, 3, 4. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf alle Fälle noch mal ein bisschen weiterspielen und dann mal gucken. Ich bin ja sowieso gerade in einer Aufnahmesession und mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen zauberhaften Tag und tschüss.